Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's mal wieder Waffenauswahl Community. Ein recht frisches Projekt, das von der Community selber, naja, beschlossen wurde, sage ich mal, und ich setze es um. Ich ziehe da dann jedes Mal eine Person aus der Kommentarsektion raus für das nächste Video. Das heißt, wenn ihr jetzt für das nächste Video voten möchtet bzw. eine Waffenidee habt, schreibt sie in die Kommentare und im nächsten Teil werdet ihr dann vielleicht eingeblendet, wenn ich euch ziehe. Nun, dieses Mal hat Brian Janssen gewonnen, beziehungsweise da wurde ausgelost. Er möchte, dass ich den Jäger mit Klingentänzer spiele. Das haben wir drin. Vex Mythoplast, eine Pistole, der Wermut und einen Raketenwerfer. Dann habe ich mir erlaubt, noch Knochen von EAU dazuzunehmen und wir spielen Hexenkessel, weil es bei den PvP-Modi hier aktiv ist, der hier. Und danach noch eine Runde Freelancer. Dann würde ich aber sagen, los geht's. Na dann, der brennende Schrein. Ah, wieder mal. Ich glaube, letzte Waffenauswahl-Community war auch schon hier drauf, ne? Ja, doch, definitiv. Was habe ich da gespielt? Schmähung und Eisensäge, glaube ich, oder? Ja, es ist sonst in der Infokarte noch verknüpft, falls man da noch reinschnuppern möchte. Ja, Hexenkessel ist für mich als Klingentänzer natürlich gerade ein bisschen ungünstig. Aber ist halt so. Hui! Ich werde gleich von hinten wieder geballert. Ja. Ich muss hier weg. Die sind echt viel gerade. Rumble, Hexenkessel. Nein! Entflammen haben mich getötet, Sapperlut. Ich muss mehr mit Granaten spielen, weil die sofort wieder ready sind. Die Klinge ist auch gerade ready. Ja, jetzt kommt der Hammer, das war fast schon klar. Ja, das war auch schon klar. Eben, das ist das Problem, wenn ich hier Klingentänzer spiele. Weil ich werde von allen Supern einfach vernichtet. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich möchte. Ja, jetzt aber Sapperlot nochmal. Okay, das läuft gar nicht nach Plan. Schwere Munition kommt. Wow. Die Vex ist so anstrengend. Die ist so anstrengend. Habe ich sie richtig eingestellt? Schwere Munition. Es ist gerade mega schwierig, die auf Kurs zu halten. Doch, die sollte eigentlich richtig eingestellt sein. Das passt schon so, theoretisch. Ja, genau. Ich wollte eigentlich fliehen und die Lebenspunkte regenerieren lassen. Weil das geht gerade total in die Hose. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich die Vex schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ja, episch. Das ist halt Hexenkessel, da kann ich als Klingentänzer halt nicht viel machen. Hm, die Axion erwischt mich, ja. Ich bin einfach mal letzter. Das holen wir jetzt einfach mal auf, ne? Wir holen das jetzt einfach mal auf. Zuerst klaue ich mal den Kill. Nein, hat nicht funktioniert. Ja, das ist so classic. Ich sag's ja, Klingentänzer, Mann. Ist natürlich auch geil. Wählt jemand Klingentänzer aus, dann kommt Hexenkessel als Modus. Super. Nein, oh Mann. Jo, ist gut. Ah, ja. Rutscht rein und ballert direkt mit der mit Last Ward. Den Vex Mythoplast kannst du einfach, knicken. Das Hauptproblem an der Kombination ist halt, es ist beides auf Nahkampf ausgerichtet, ne? Ja, super.
halt beides auf Nahkampf ausgerichtet, sowohl die Pistole als auch die Vex. Deswegen habe ich einfach, sobald ein bisschen höhere Distanz kommt, habe ich wirklich Mühe. Genau. Das hätte eigentlich Momentschlag hinterrücks geben können, dürfen, sollen, müssen. Okay. Das erste Mal. Und das ist jetzt, weil er einen Fehler gemacht hat. Puh. Er ist direkt wieder gespawnt vor mir, oder nicht? Nein. Da, komm, Sprunggranate, tu es. Du hast schwere Munition. Yes. Ich musste. Ich bin sonst gestorben. Scheiße. Ich spiele so einen Schwachsinn zusammen. Jetzt kriege ich dann gleich wieder einen Super rein. Einfach so ein Headshot. Alles klar. Ich glaube, ich hole wieder auf langsam. Obwohl ich befürchte, dass ich das nicht mehr hinkriege. Komm, 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 komm. Ja. Kannst du knicken. Und die Klinge hinter mir. Eine Minute. Puh. Okay. Nein. Schwere Munition kommt. Boah, wo ist er? Er ist zu weit oben. Ich sehe nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur den Schatten gesehen. Der hat mich irritiert. Scheiße. Na gut, aber ich hab noch ordentlich aufgeholt, nicht? Ja, für das, dass ich am Anfang letzter war, geht's noch. Geht's definitiv noch. Ich hab so schlecht gespielt. Boah, nicht mal eine 1er KD. Ja, das Problem... Ich kann ganz kurz in den Orbit. Das Problem an der Waffenkombination Vex Mythoclast und Pistole ist halt einfach der immense Nahkampfdruck, den du hast. Sobald du mittlere Distanz oder weite Distanz kriegst, kannst du es knicken, weil die Vex Mythoclast ist auf Distanz einfach nicht gut. Und die Pistole, also ist ja klar, ist eine Nahkampfwaffe. Deswegen ist die Kombination schon lustig zu spielen, aber total auf Nahkampf ausgelegt und nur für gewisse Karten gut. Wäre jetzt bei dieser Karte theoretisch noch gegangen, habe am Anfang aber den Dreh noch nicht ganz rausgehabt, wie ich die Combo spielen muss. Ja, aber man soll ruhig sehen, dass das nicht immer einfach ist, wenn die Combo mal ein bisschen auf einen gewissen Faktor getrimmt ist, nenne ich es jetzt mal. So, dann würde ich sagen, wir wechseln zu dem nächsten Kommentar. So, und da wären wir auch wieder. Also, ich habe mir gesagt, der zweite Kommentar, den ich auslese, das wird der Kommentar sein mit den meisten Likes. Dachte mir, das ist eine gute Idee. Die Leute, die eine bestimmte Combo wollen, können dann das von einem anderen liken und können so, ja, das hochvoten sozusagen. Das Problem ist jetzt aber, dass es auch Leute gibt, die sowas reinschreiben. Apfelschorle, Donut, Schnitzel und ein Raketenwerfer. Ich kann zwar schon mit Essen um mich werfen, aber ich glaube, das wird etwa gleich effektiv wie das Spiel, was ich vorhin gespielt habe. Vorhin war ich aber nicht eingespielt, jetzt würde ich mit Essen die Feinde töten. Ja, ich dachte, ich blende es trotzdem kurz ein, weil ich es ganz nett fand. Und deswegen habe ich noch jemanden raus, also noch einen neuen Kommentar rausgezogen. Der ist natürlich random gepickt wieder. Und das wäre Rifi Fox, der hier gewünscht hat, Schicksalsbringer, dann Breditz Rache. Leider bin ich nicht mehr im Besitz von Breditz Rache, habe aber die Souveränität mitgenommen, ist nämlich auch eine Waffe aus dieser Jahreszeit. Ja, eins.
Die Souveränität, ich hoffe, das geht in Ordnung, dass ich die als Alternative mitnehme. Dann ein Maschinengewehr und wieder Klingentänzer. Ja, ich kann da nicht viel dafür, ist halt einfach so ausgewählt. Das Ganze dann Freelancer, eben, wird wahrscheinlich ein bisschen besser gehen, wenn ich hier den Freelancer habe. Also vorhin haben wir ja Hexenkessel Rumble gespielt. Das große Problem da war, die Waffenkombination war auf Nahkampf ausgerichtet. Das würde funktionieren, wenn ich aggressiver gespielt hätte. Und ich kann meine Super da gar nicht brauchen als Klingentänzer. Deswegen jetzt Freelancer als nächstes, damit wir beides abgedeckt haben. Los geht's. So, und Entschuldigung für den Cut. Jetzt ist es Vertigo und zwar Hexenkessel, weil ich habe beim Freelancer nichts gefunden. Maximale Spieleranzahl waren 7 Spieler, die ich gefunden habe. Also ich und noch 6 weitere. Und habe da gehofft, dass ich dann irgendwann noch mehr Spieler finde. Ich war 20, 30 Minuten lang in der Spielersuche. Dann irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und habe gesagt, komm, Bungie, ganz ehrlich, nein, danke. Deswegen nochmal hier dieses Rumble. Hexenkessel, mal schauen, ob ich dieses Mal besser spiele. Den kriege ich. Was? Nicht? Ja, scheiße. Ja, ich bin ein bisschen geladen, muss ich ehrlich gestehen, weil mich nervt es. Ich probiere hier noch ein bisschen Videos zu erstellen. Ich probiere hier noch ein bisschen Content für das Spiel zu erschaffen. Und ich sehe nicht. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Und ja, macht es für mich als YouTuber und Streamer recht schwierig, wenn Destiny einfach wirklich vehement solche Probleme hat. Und ich finde persönlich, es ist nicht so schwierig, Content zu erschaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die da machen. Aber gut, naja. Ich konzentriere, ich probiere mich jetzt mal wieder zu beruhigen, um mich mal wieder aufs Spiel zu konzentrieren. Was? Boah. Okay. Das läuft. Läuft, glaube ich, besser als vorhin. Ah, der fliegt oben. Komm schon. Boah. Nein, nein, schau schon zum Hintergrund. Ach cool, wie die Waffe hier flammt. Boah, ich dachte schon. Jetzt schlägt er mich noch legen zu Tode. Ah, warte mal. Er sollte doch jetzt Munition gedroppt haben, oder? Weil er hatte Schwere. Nein! Aber geht besser als das Match vorhin. Oh, ich habe mich schon wieder beruhigt, sorry. Aber mich nicht, ich hoffe, das kann man verstehen, dass mich das wirklich nervt. Wenn ich hier probiere, ein Spiel zu suchen, ein bisschen was an Content zu machen. Und das Einzige, was ich finde, ist nichts. Nichts. Einfach nichts. Nein, er hat sie überlebt. Und er spielt mit Doktrin des Sterbens. Hä, wo sind denn meine Sprunggranaten? Was ist mit den Sprunggranaten los? Die wurden ja gepatcht, aber kann ja nicht sein, dass die so derbe zerstört wurden. Dreifachbogen. Bin ich nicht mehr weggekommen. Schade. Ja, genau. Schlag ihn bloß nicht. Ist ja gefährlich, ihn zu treffen. Ich bin ja nur für den Nahkampf gerüstet. Hi. Spielen aber viele mit diesem Schwebzeugs. Oh. Schon heftig. Nein!
Den hätte ich doch so gerne gesniped. Der macht das gut mit diesen Springen. Ich mag ihn nicht, aber er macht das gut. Ja, er macht eine Rolle, entkommt meinem Sprunggranate. Ah, jetzt habe ich die Schwere verpasst. Das ist halt Hexenkessel. Das ist halt Hexenkessel. Was will man machen? Knapp entkommen. Oh, nice. Nein, oh. Ich wollte eigentlich ganz anders machen. Ich wollte eigentlich springen und dann noch vorbeigleiten. Boah, es liegen auch überall Sachen rum. Rauchgranaten. Noch mehr Rauchgranaten. Minute. Schwere Munition kommt. Na, das letzte Wort. Echt schnell die Waffe. Was schwere Munition. Das ist unglaublich. Nein! Das ist so knapp. Noch 10 Sekunden. Ich glaube, einen Kill muss ich noch machen. Nein! Naja, ich gewinne trotzdem. Okay, jetzt, das hat man jetzt gerade gemerkt vom Unterschied her. Das hier war jetzt Fernkampf, ne? Also Pistole kannst du auch auf mittlere bis weite Distanz brauchen, weil der Schuss dahin geht, wo du hin zielst. Plus, minus zumindest. Plus ein Scharfschützengewehr. Bei der Vex Mythoclast hast du einfach das Problem, die Waffe verzieht so brutal rum. Also du feuerst, dann macht sie tuk, 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 tuk und zielt einfach überall ein bisschen hin, wo, ja, man hat es, glaube ich, gut gesehen. Müsste mich vielleicht auch ein bisschen eingerufen mit der Vex, dann würde das sicher besser klappen. Ich weiß es nicht. So, dann nochmal Entschuldigung für meine meine schlechte Laune ganz kurz, weil ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich habe 20, 30 Minuten habe ich Freelancer gesucht, in der Hoffnung, dass ich neben dem noch abwechselnd was anderes machen kann. Freelancer zum Spielen, gut, ich hätte auch hier noch was machen können, aber trotzdem, klappt nicht, finde keine Spieler. Und da muss ich einfach sagen, das ist echt schade, warum dann überhaupt so ein Spielmodus hier in diese Kategorie reinbringen, wenn es ohnehin niemand spielt. Liegt vielleicht auch an Osiris, weil Wochenende ist. Naja, wer weiß. So, dann, wenn ihr für die nächste Community, Waffenauswahl-Community, was voten möchtet, dann schreibt einfach in die Kommentare rein, was ihr haben möchtet. Waffe, Spezialwaffe, schwere Waffe, wenn ihr exotische Gegenstände möchtet oder bestimmte Fokusse, dann schreibt das auch rein. Ist alles natürlich, ja, erlaubt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und lasst noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.